grüße euch nochmal ganz herzlich zur Pressekonferenz des FSV Frankfurt vor dem Spiel am Freitag bei Energie Cottbus. Bisher gab es 8 Begegnungen zwischen den beiden Mannschaften. Ein Spieler stand bei allen Begegnungen auf dem Platz, das war Patrick Land. Der wird leider am Freitag nicht auf dem Platz stehen und leider ist es auch nicht der einzige auf Seiten des FSV, der nicht auf dem Platz steht. Aber dazu erfahren Sie jetzt mehr von unserem Cheftrainer Benno Müllmann. Bitte schön. Ja, schönen guten Tag zunächst einmal. Ja, wir haben die Länderspielpause vielleicht nutzen wollen, um zum einen da die Wunden aus den letzten Spielen vielleicht etwas auszukurieren, zu besprechen, zu begradigen. Aber mit Sicherheit wollten wir in den Tagen uns ausrichten auf die letzten Spiele, die wir noch vor Weihnachten haben, um einfach weitere Punkte zu holen für unsere Zielsetzung, um einfach weitere Punkte zu holen, auch um sich doch etwas von den Abstiegsplätzen weiter abzusetzen. Das ist uns jetzt von der Beschäftigung her leider nicht 100% gelungen und wir haben das nicht umsetzen können, weil zum einen einige doch bei den Nationalmannschaften waren, andere eben sich jetzt auch aktuell doch Verletzungen zugezogen haben, die ein Mitwirken da nicht kontinuierlich mit sich gebracht haben. Wir haben aktuell wirklich da etwas Probleme. Der Patrick Land, der Matthias Gatz hat angesprochen, hat seine Innenbanddehnung noch nicht auskuriert, ist noch in der Reha-Behandlung, hat noch nicht am Mannschaftstraining teilgenommen und es ist auch nicht abzusehen, dass es nächste Woche 100% sicher ist, dass es laufen wird. Wir haben des Weiteren ja auch seit einigen Tagen den Niki Rukavica mit einem Knochenödem im Sprunggelenksbereich, da nicht im Training dabei. Auch das ist nicht 100% abzusehen. Es ist einfach sehr schmerzhaft für ihn, überhaupt da aufzutreten und zu laufen. Und muss man gucken, wie lange sich das hinziehen wird. Wir haben Gott sei Dank den Björn Schlicke nach seiner Verletzung wieder im Training gehabt, gestern und heute, und bislang sieht es gut aus. Ich hoffe, dass er wird auf jeden Fall mitfahren morgen. Er wird dann die beiden Einheiten vor Ort noch mitmachen und also in dem Fall bin ich zuversichtlich, wenn nichts Neues dazukommt. Ähnlich verhält es sich mit dem Manu Konrad, der zwar noch nicht wieder mittrainiert hat, nach seiner Zerrung im Oberschenkelbereich, die er sich Anfang der Trainingswoche zugezogen hat. Er und auch wir sind zuversichtlich, dass er dann morgen und übermorgen die Einheiten vor dem Spiel gut mitmacht und dann auch zur Verfügung steht. Ich hoffe, dass das dann auch klappt. Wir haben darüber hinaus eine Verletzung beim Joan Omari, der gestern sich nach der ersten Diagnose einen Nasenbeinbruch oder einen Anbruch zugezogen hat, Verschiebung der Nasenscheidewand, heute Mittag nochmal eine Spezialuntersuchung über sich ergehen lassen muss. Und wir werden danach genauer Bescheid wissen. Wir werden dann auch entscheiden, ob wir ihn mitnehmen. Vorsichtshalber haben wir schon um eine Maske uns nochmal gekümmert, aber das ist auch immer so eine Geschichte, ob man sich so schnell daran gewöhnt. Das werden wir sehen. Also da ist ein Einsatz zumindest sehr fraglich. Wen habe ich noch vergessen? Wir haben den Eddie Kaplani, der seit 4-5 Tagen mit einer Magen- und Darminfektion die ersten Tage noch mittrainiert hat, die letzten Tage jetzt nicht mehr. Es ist auch noch nicht abgeklungen. Auch da können wir heute gar nicht entscheiden, ob es überhaupt eine Möglichkeit besteht. Und es ist auch Infektionsgefahr nicht ausgeschlossen. Also es ist nicht sinnvoll, den jetzt morgen unbedingt mit der Mannschaft mitzunehmen. Und wir werden sehen, ob wir ihn dann am Freitag noch nachbringen, wenn es vielleicht abgeklungen ist. Muss man schauen. Noch einen vergessen, Uwe? Ach, Matthew Lecky, genau. Der ist dann noch gar nicht wieder da. Das ist natürlich schon fast etwas tragisch. Der hat sich dann gestern im Länderspiel einen Innenbandabriss
Riss nach der ersten Diagnose im Kniebereich oder ein Einriss, Innenbandeinriss, kein Abriss, Entschuldigung, das muss ich korrigieren, Innenbandeinriss im Kniebereich zugezogen. Wenn sich die Diagnose endgültig bestätigt, wird er natürlich vor Weihnachten kein Spiel mehr machen können und hoffentlich dann zur Vorbereitung auf die Rückserie dann wieder einsteigen können. Das ist schon fast erfreulich, dass Tim Heubach zumindest Passformen schon mit der Mannschaft wieder mitmacht und da auf dem Platz die ersten Gewöhnungsübungen gemacht hat. Aber er wird bis Weihnachten für uns natürlich auch noch keine Rolle spielen. Da ist der Abstand einfach zu groß und der Aufholbedarf zu groß. Das nützt alles nichts. Die Dinge sind da und wir haben jetzt einfach kurzfristig die Aufgabe, bis zum Cottbus-Spiel das alles ein bisschen zu ordnen und dann trotzdem am Mannschaft, eine Mannschaft auf den Platz zu stellen, die einfach ja, über Zusammenhalt, über Mut, über Einstellung und letztlich großes Engagement da versuchen wird zu punkten und einfach für uns auch in dieser Phase der Saison die Punkte zu holen, die wir nachher haben müssen. Und ich bin von den Trainingseindrücken und auch von den Gesprächen mit den Spielern sehr, sehr zuversichtlich, dass wir am Freitagabend da eine gute Mannschaft auf dem Platz haben, die dieser Aufgabe auch gerecht wird. Schönen Dank. Vielen Dank, Herr Müllmann, für eure Fragen. Haben wir wie immer ein Funkmikrofon, das wir euch gerne bereitstellen nach kurzer Meldung. Keine Fragen? Alle perplex hier, ja? Okay, dann. Dann bedanke ich mich und wir sehen uns am Freitag hoffentlich. Bis dann. Tschüss.